Wir standen im Güterbahnhof in Zeitz. Wir, das sind noch der Kollege Däumer, der Lokführer, und der Kollege Postel, der Heizer. Sie müssen wissen, diese zwei sind meine besonderen Freunde. Sie haben mich nämlich in persönliche Pflege genommen. Wir standen also so da. Ich war wirklich etwas müde. Und da sagt der Kollege Seidel... Die Loknummer 58-1571 muss zur Generalüberholung ins Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Ja, und damit begann für mich das Erlebnis meines Lebens. Ich wusste es doch, die Müdigkeit hatte ihren Grund. Also gut, auf nach Zwickau ins RAW, 7. Oktober. Stand schon eine Schlange. Sie alle warteten. Nun, Sie wissen ja, wie das in so einer Schlange ist. Da laufen die tollsten Gerüchte um. Eine Lok flüsterte der anderen zu. Hier geht's aber komisch zu. Sie schaffen ihren Plan immer erst im letzten Quartal. Nur das kann doch gar nicht sein. Zu jeder Schicht gehen doch gleich viele Menschen ins Werk. Sie arbeiten doch nicht nur im vierten Quartal. Hier wird doch gearbeitet. Finden Sie nicht auch? Es scheint doch alles in Ordnung zu sein. Nanu, was ist denn das? Hier stehen doch einige herum und warten, weil sie in diesem Gewühl nicht arbeiten können. Also diese Enge ist ja unmöglich. Wenn da nichts passiert, da sollte es mich wundern. Da können wir draußen natürlich lange warten. Sieht denn das keiner? Seit Jahrzehnten wird so gearbeitet. Und wenn man gegen etwas Althergebrachtes kämpfen will, dann muss das Neue sehr gut sein. Sonst überzeugt es nicht. Als erstes muss genügend Platz zum Arbeiten da sein. Und dann kam der erste Tag des neuen Verfahrens. Und ich ausgerechnet wurde zuerst in die Halle geschoben. Richtig stand, war ich schon in alle Teile zerlegt. Bis jetzt stimmt alles, laut Plan. Und hier wurde mein Rahmen bearbeitet. Auf Millimeter kommt es an. Mein armer Kessel hatte in der Zwischenzeit allerhand über sich ergehen lassen müssen. Die Kollegen in der Kesselschmiede wussten, worum es ging. Mächtig rückten sie meinem Schlackenpanzer zu Leibe. Eine ganze neue Kesselecke wurde für mich zurechtgemacht. Nicht mehr von Handschmieden? Das ist ja eine gute Verbesserung. Ich erinnere mich, dass früher das Werkstück 8-mal erhitzt werden musste. Jetzt kommt es nur einmal in den Glühofen. Es wird gepresst, nachgearbeitet und fertig ist der Flicken. Bravo, Kollegen. Ihr habt nachgedacht und damit spart ihr viel Zeit, Geld und Schweiß. Wie weit seid ihr mit dem Flicken? Fertig? Dann kann er ja gleich zum Einkleiden in die Kesselschmiede. Und so wurde diese Lücke geschlossen. Na, ich muss schon sagen, die Gewerkschaft hat die Kollegen ganz schön bei ihrem Ehrgeiz gepackt. Aber bei meinem Rahmen, da stimmte etwas nicht mehr. Missmutig saßen die Arbeiter auf den Körben. Der Kessel war nicht zum vorgesehenen Termin da. Otto, der Brigadier, war wütend. Jetzt platzt der Takt. Was soll nun passieren?
Das kann nur an der Zubringerabteilung liegen, die die Kessel einkleidet. Die Jugendbrigade arbeitete, aber noch nicht an meinem Kessel. Wie kam denn das? Nach der alten Methode kann die Jugend im Taktverfahren nicht mithalten. Sie schlägt daher vor, keine Flickarbeit mehr zu machen, sondern den ganzen Kessel neu einzukleiden. Eine Schnellreparaturmethode. Dazu müsste aber der Kessel hier heraus und in die Halle neben die Kesselschmiede kommen. Die Bleche müssten vorbereitet sein. Gut, Freunde, arbeitet so. Desselben Tages kam mein Kessel. Sorgsam wies ihn Kollege Moldenhauer ein. Trotzdem, einen Tag hatten die Kollegen verloren. 16 Tage hatte man errechnet. Ich begann schwarz zu sehen für den Termin. Ruhig und überlegt arbeiteten die Kollegen vom Tag 3. Sie wussten, ein Tag Rückstand ist aufzuholen. Aber von der Genauigkeit des Vermessens hängt die Betriebssicherheit ab. Kollege Leupold spürte jetzt auch, da ist was dran an dem Taktverfahren. Der Tag musste herauszuholen sein. Die Belegschaft wurde über den Stand des Taktverfahrens auf dem Laufenden gehalten. Jeder wusste, auch auf mich kommt es an. Ich war schon wieder ganz gut zusammen, als ich zu Takt 4 gerollt wurde. Jede Minute war kostbar. Die letzten Handgriffe. Überprüfung. Hier war ein Fehler, der musste schnell beseitigt werden. Überall kletterten die Kollegen von der Abnahme auf mir herum. Aber ich bekam eine hohe Auszeichnung, die Anerkennung für die guten Leistungen der Kollegen. Wir waren mächtig stolz darauf. Jetzt war ich bis auf den Anstrich überholt und der Termin war gewonnen. 15¼ Tage. Kollegen, wir haben einen Sieg errungen. Wir alle. Kollegen mit dem Hammer, dem Schraubenschlüssel, dem Schweißgerät, Kollegen der technischen Intelligenz. Meinen Sie nicht auch? Ich bin mächtig stolz darauf. Hier sind die Pfeile und die Händler, Motoren, die Werke, das jemand als uns nur gehört. Wir planen und schaffen, wir wollen, wir schaffen.